Aber wenn man nur mit diesen Gestaltungsgedanken nimmt. Also ich finde das sehr wichtig, dass das hier eingeschlossen ist. Entschuldigung. Sehr wichtig. Aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe als Leiter des psychiatrischen Zentrums in Basel-Land. Die PBL, die psychiatrische Klinik in Basel-Land, hat eine große Altersabteilung, also mehrere Altersabteilungen. Und wie enorm wichtig dieses Design, also ich hätte da gar nicht Design gesagt, bis ich das gehört habe, sondern Innenarchitektur. Also das Farbkonzept in den Bereichen, wo Menschen mit demenziellen Beschwerden gelebt haben, was dann ein Farbkonzept, das zur Orientierung beiträgt und damit auch zur Selbstständigkeit auf der Station. Noch banaler, die adäquate Anbringen von Geländern, der Person, die nicht gut orientiert ist, einfach ein Geleitschutz gibt. Das sind solche kleinen Dinge, die Selbstständigkeit enorm, enorm erhöhen. Deshalb finde ich diesen Aspekt so sehr wichtig. Und das lässt sich natürlich auch noch differenzieren. Ich will aber nur eine Brücke schlagen, weil wir vorhin gesagt haben, es muss ja sehr in Zukunft sehr viel in den häuslichen Bereich verlagert werden. Also auch da braucht es eine Beratung. Es geht nicht einfach an zu sagen, ja, ihr könnt zu Hause weiter betreuen, sondern diese Design, ich hätte gesagt innenarchitektonischen oder auch technischen Maßnahmen, die müssen auch in die Beratung der Familien einfließen. Das fände ich einen wichtigen Anspruch dabei. Frau Rolle? Bien. Effectivement, je pense que c'est important et on peut être surpris qu'on parle du design en parlant de prise en charge favorable aux seniors. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important. C'est aussi que le constat qu'on fait, la Haute École de la Santé La Source, la Haute École d'Ingénierie et Gestion du Canton de Vaud et l'École d'Art de Lausanne, on a monté ensemble un Living Lab qui s'appelle le Senior Lab et on travaille beaucoup avec nos collègues designers de l'ECAL et on se rend compte vraiment que c'est une réelle plus-value pour développer des solutions qui soient vraiment adaptées aux besoins des personnes, qu'elles soient seniors ou non finalement, et surtout qu'elles soient adoptées. Parce qu'il y a beaucoup de produits ou de solutions qui sont élaborées par des spécialistes ou des ingénieurs et qui au final partent peut-être de très bonnes idées, mais qui ne correspondent pas à la réalité vécue par les personnes concernées. Je me souviens qu'on avait travaillé il y a quelques années sur une montre connectée et l'entreprise qui avait développé cette montre, une montre d'alarme connectée, se demandait mais pourquoi est-ce que les personnes qui l'ont achetée ne l'utilisent pas ? Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec des seniors qui avaient cette montre que le bouton d'alarme était beaucoup trop sensible et ils avaient souci d'utiliser cette montre parce qu'il suffisait qu'ils se raccrochent sur une chaise ou n'importe quoi et ça appelait leurs proches ou les secours. Et quand on a rapporté ça à l'entreprise, ils nous ont dit « Ah, mais on sait !» Comment ça, vous savez ?« Ah, mais oui, parce que on veut vraiment éviter qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans une situation d'urgence où les secours sont pas venus. » Et en fait, du point de vue de ces développeurs, c'était très important, mais du point de vue des personnes concernées, ça posait un réel problème. Donc le design, c'est aussi ça, et c'est les méthodes qui vont avec. On utilise beaucoup des méthodes de design thinking, où on va collecter les besoins et les expériences des personnes, développer un prototype, le tester avec eux, affiner pour arriver à une solution finale. Et je pense que c'est une voie intéressante pour développer des solutions qui soient vraiment adaptées et qui soient ensuite adoptées au quotidien et qui permettent finalement aussi d'économiser de l'argent, hein, si on a un point de vue plus économiste, parce que ça coûte aussi tous ces développements qui finalement n'aboutissent à rien du tout. Oui, j'aimerais rebondir sur ça et faire le lien avec une conférence précédente par rapport à l'importance d'inclure les usagers
dans le processus. Donc, il y a en Angleterre, par exemple, le patient and public involvement, donc l'intégration active des personnes concernées dans les processus depuis le début. C'est un standard, mais chez nous, ça l'est pas encore. Et puis, je pense que typiquement, quand on met sur pied une consultation, un centre qui permet de l'orientation du conseil d'évaluation, c'est précieux qu'on parte d'un sondage, mais en fait, on aurait besoin de préparer le sondage avec les personnes concernées et puis d'inclure les personnes dans les réflexions, les choix stratégiques qui vont suivre sur la base des résultats au sondage et de travailler jusque les détails de la manière dont les services sont donnés. Parce que c'est finalement l'intérêt, je trouve, de l'idée d'impliquer ces personnes, c'est sur l'ensemble du processus, c'est d'aller jusqu'à travailler sur la qualité de l'implémentation. Et on voit que pour les usagers, même s'il y a des bonnes intentions derrière, si la manière dont c'est amené n'est pas vécue comme respectueuse et adaptée de leur part, on perd beaucoup. Et là, je trouve très intéressant, par exemple, dans le domaine de la démence, il y a des lignes directrices qui ont été élaborées, peut-être certains d'entre vous les connaissent, par le European Working Group of People with Dementia, qui se sont prononcés eux-mêmes pour dire ce qu'ils attendaient de la part de chercheurs ou développeurs de prestations de santé pour être impliqués dans ce processus de façon qui soit satisfaisante pour eux. Donc, je pense que là, il y a déjà des choses qui ont été qu'on peut utiliser, mais il faut qu'on les mobilise. Also ich denke auch, wir sind ja in einer Situation, wo wir einem Triple Whammy, wie man das so schön sagt, entgegenlaufen. Wir haben eine wachsende Anzahl an betagten Personen und auch wenn sie vielleicht mit 80 so rüstig sind wie heute 60-Jährige, spätestens mit 100 wird man dann doch irgendwann einmal so fragil, dass man einfach auf Unterstützung angewiesen ist und wir werden immer weniger Leute haben, die das leisten können. Und gleichzeitig haben wir auch sozialen Wandel, wir können nicht mehr zurückgreifen auf die ehemaligen Strukturen und das heißt, wenn wir uns mit Hilfsmitteln und mit Gestaltungselementen, bestücken können, die uns dann helfen, auch so lange wie möglich, so selbstständig wie möglich zu bleiben. Und ich denke, unsere Generationen und die kommenden Generationen, die wollen das auch, die wollen nicht gepflegt werden. Die haben lieber den Roboter, der den Hintern als irgendeine Billigpflegekraft aus Thailand. Und das werden wir machen müssen, wir werden in diese Richtung gehen müssen, weil alles andere ist einfach illusorisch aus meiner Sicht. Mhm. Mhm. Noch andere Stimmen da dazu? Also ich denke, es ist aber trotzdem das Problem der Akzeptanz. Also wir haben ja das immer wieder, dass wir diskutieren mit den Leuten, was wir denken, was ihre Autonomie fördern würde, aber die Akzeptanz ist null. Also ich sage Beispiel Spitex, oder? Das ist so schwierig, das zu erklären, dass das eigentlich die Hilfe zur Autonomie wäre, was sie so unbedingt wünschten, oder? Und irgendwie, es geht für mich immer wieder nicht auf. Also, wieso ist das eigentlich so schwierig, diese Mittel? Also, ich denke, die neuen Generationen, die können das vielleicht besser akzeptieren, aber trotzdem die Autonomiebedürfnisse und was man sich selber darunter vorstellt, die sind enorm. Also, mit dem Rollator zu gehen, das ist ein Riesenproblem. Das kann man vielleicht in der Wohnung, aber ja nicht draußen, weil dann sieht man ja von außen, dass ich nicht mehr fit bin. Also, irgendwie. Wir haben ganz viele so Diskussionen. Mais je pense, pour en revenir au tout début de notre discussion, ça a aussi à voir avec le regard de notre société sur ces moyens auxiliaires. Parce que si on pense par exemple aux lunettes, à la base, c'est aussi un moyen auxiliaire et c'est devenu un accessoire de mode. Il y a même des gens qui portent des lunettes sans en avoir besoin. Donc peut-être que si on avait un Rollator avec un super design, un designer connu, tout le monde voudrait avoir un Rollator, même sans en avoir besoin. Pour dire, on peut aller plus loin dans la réflexion. Et je pense quand même que là, typiquement, l'exemple de Spitex me semble très intéressant parce que
les proches aidants, ce qu'ils me disent, c'est oui, mais alors c'est toujours une autre personne qui vient, et puis pour la personne avec démence que j'accompagne, bah, s'adapter chaque fois à une autre personne, c'est tellement exigeant, ça va pas. Et puis, en plus, sur les voitures, il y a écrit Spitex, et puis j'ai pas envie que mes voisins me demandent ce qu'il y a, moi j'ai pas dit qu'il avait une démence, et puis je veux pas le dire. Alors, je préfère prendre une infirmière indépendante, parce que là, il y a rien sur la voiture, et puis il y en a deux, et puis ça change entre deux ou les trois, c'est tout. Vielleicht noch einen Punkt, wir müssen auch aufpassen, was wir, wie soll ich sagen, dass wir nicht in Leute mit Gebrechlichkeit Bedürfnisse hineinprojizieren. Ich möchte nicht provokativ sein, aber ich denke, wenn ich in den Haushalt einer betagten Person komme und dort sehe, uff, ja, das sieht jetzt nicht so aus, wie das eigentlich aussehen sollte. Und das wäre gut, wenn ich jetzt dieser Person mal ein bisschen Unterstützung nahebringen könnte. Dann muss ich sagen, ja, wer hat jetzt das Problem? Ich oder die Person? Ist das jetzt wirklich für die Person dramatisch, in einer vielleicht nicht ganz so klinisch sauberen Wohnung zu leben? Oder stört das vor allem mich als Angehörige, dass mein Vater oder meine Mutter jetzt nicht perfekt wohnt? Und da denke ich, müssen auch wir, wie soll ich sagen, da sind wir auch wieder bei der Ethik, darf man altern? Muss jeder Mensch würdevoll, gesund, fit, perfekt bei allen Kräften altern, oder darf man halt auch einfach... Darf man schmutzig altern? Darf man schmutzig altern, wenn das nur einen selbst stört? Ja, ich denke, diese Fragen sollten auch erlaubt sein. Und trotz, ich finde das richtig, es ist nicht normativ festzulegen, wie sauber oder schmutzig man altert. Und trotzdem, es gibt so viele Hilfsmittel, von denen ich annehme, dass jeder darüber froh ist. Ganz banale Beispiele, die aber aus der eigenen Praxis geschöpft sind. Parkplätze, die es nicht ermöglichen, dass jemand, der rollstuhlabhängig ist und seinen Rollstuhl holen muss, und zwar auf der Seite des Fahrzeugs, weil der anders nicht reinpasst. Wenn die Parkplätze so gebaut sind, dass da kein Platz ist, kann dieser Mensch nicht aussteigen und einsteigen, muss weiterfahren. Es sind so ganz konkrete, ich wüsste nicht, wer das schwierig finden könnte und sagen würde, ich kann den Rollstuhl nicht auspacken. Und mit dem Rollator finde ich auch schön, ein Kollege aus Basel-Land, der die innere Klinik eine Zeit lang geleitet hat, der hat gesagt, man müsste den Nobelpreis für Medizin dem Rollator-Erfinder geben, also den Rollator so aufwerten, dass es wirklich eine Errungenschaft wird. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch ein anderes Thema gedacht, eben diese Respektierung der Autonomie, oder das ist ja, ich sage jetzt, für die Angehörigen vielleicht auch sehr schwierig, weil sie haben das ethische Prinzip der Fürsorge, oder? Und das ist ja häufig der Konflikt, immer dieser Konflikt zwischen Autonomie und Fürsorge. Und einer meiner ehemaligen Chefs hat gesagt, in der Schweiz ist es erlaubt zu verwahrlosen, oder? Und ich habe gedacht, die Grenze ist die Wohnungstüre. Wenn der Duft nach weiß ich was ins Treppenhaus kommt, dann ist die Grenze häufig erreicht, oder? Aber das ist halt, ich weiß nicht, wir haben diese Themen jeden Tag im Spital, oder? Wie viel Autonomie, Selbstbestimmung, wir erleben das bei unseren Angehörigen, oder? Sie finden das alles noch nicht notwendig und wir denken, man müsste die, weiß ich was, Bluse wechseln oder so. Also das ist... Ich denke, wir müssen ein bisschen auch wieder vielleicht toleranter werden. Und wir sind ja gestartet und wir kommen ja schon ans Ende, und im Sinne einer kleinen Schlussreflexion, wir sind ja gestartet mit einem sehr generellen Überbau ethischer Fragestellung, historischer Fragestellung, gesellschaftliche Werte, Entwicklung der Medizin, und sind ja jetzt noch mal angekommen an der konkreten Aushandlungsproblematik. Wie definiere ich Autonomie und wie schaut das aus den verschiedenen Erwartungen der verschiedenen Angehörigen oder Betroffenen? Oder? Darf ich Sie einladen? Jetzt haben wir ja Vielzahl von Themen gehabt und war ein wunderbarer Austausch dazu. Für so einen Schlussmoment, was ist für Sie aus dieser Diskussion noch einmal ganz
wichtig und würden Sie gerne festhalten wollen als ein Element? Das ist etwas, worüber wir uns weiter auseinandersetzen sollten. Das wäre aus meiner Perspektive ganz zentral wichtig. Und da eine kurze Runde machen. Eine kurze Runde. Und man könnte lang dazu sprechen. Wollen Sie gleich starten? Genau, ich kann gerne starten. Also ich würde schon sagen, dass gerade wir haben die Zahlen gehört, was auf uns zukommt, zumindest mal in Zahlen, ob dann der Pflegebedarf da ist oder nicht. Bei all diesen über 80-Jährigen oder über 65-Jährigen, das werden wir auch sehen. Aber ich glaube, ein Weg ist wirklich die ambulante und die intermediäre Versorgung zu stützen. Aber ich glaube, es kann nicht einfach den Haushalten überlassen werden, ohne Unterstützung das auf sich zu nehmen oder da zu sein für ihre Lieben mit Pflegebedarf. Und ich glaube, da eine Unterstützung zu geben, wäre sehr sinnvoll, um das überhaupt prestieren zu können. Ich glaube, auch Alters- und Pflegeheim wird es auch später noch geben müssen, um wirklich schwierige Situationen abzufedern. Was vielleicht wirklich hilfreich wäre, wenn man eine Vereinheitlichung auch in der Finanzierung, Stichwort EFAS, vielleicht in den Raum legen könnte und man da auch eine Vereinfachung dieser Situation für die pflegenden Angehörigen, Betroffenen oder die ganzen Beteiligten hinkriegen könnte. Vielen Dank. Mama, darf ich am Schluss kommen? Ja. Wenn Sie, Frau Rolle. Oui. En lien avec les dernières discussions qu'on a eues aussi sur les questions d'autonomie, moi, ce que j'aurais envie de retenir, c'est l'importance de faire, enfin, pour une prise en charge ou une prise en soins favorable aux seniors, aux aînés, c'est l'importance de réfléchir et de faire avec eux, pas seulement pour eux. Et je pense que c'est une clé, ça va dans le sens de beaucoup de choses qu'on a dit par rapport à une prise en charge intégrée, par rapport à une approche centrée sur la personne. Et pas seulement voir les personnes âgées comme des personnes dépendantes qui ont des déficits, des besoins, mais aussi des personnes qui ont des ressources, comme ça a été souligné, et qui sont aussi part de la solution, quelque part. Et voilà, l'importance de pas seulement faire pour, mais aussi avec. Merci. C'était aussi un très fortement teinté de ce que je retiens, avec justement l'accent complémentaire de dire que on a vraiment, je pense, besoin de le faire de façon très concrète, en allant jusqu'au bout du processus, depuis les débuts des processus jusqu'à la fin des processus, en incluant la personne, les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes fragilisées, mais aussi leur entourage significatif qui joue un rôle essentiel et à domicile et en institution. Alors, ouais, ça va nous donner un peu de complexité et de fil à retordre, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle si on veut répondre en termes de qualité. So. Mir fehlt eigentlich in dieser Diskussion noch etwas, und das ist ein Erlebnis, was ich selber gemacht habe. Ich bin ja jeden Tag um die alten Patienten drumherum, und was eigentlich eines meiner ersten Erlebnisse war, ist, dass ich habe mich ohne schlechte Gefühle, sage ich jetzt, gerne um ältere Menschen gekümmert, und das hat eigentlich nicht nur Aweg, sondern auch mir etwas gebracht. Und das hat mir jetzt wie noch gefehlt. Also es gibt mir eigentlich eine Perspektive, damit ich selber nicht so Angst haben muss vor dem Altern, weil ich mich ja gerne darum bemühe. Und eigentlich denke ich auch, wir haben ja ganz viel in unserer Welt auch ein bisschen das Thema, dass uns der Sinn fehlt, darum, Entschuldigung, müssen wir Marathon rennen oder so. Und dieses Soziale, wir sind ja ein soziales Wesen, und wenn wir sozial aktiv sind, dass das eigentlich uns etwas bringen würde, das hat mir wie noch gefehlt. Und das denke ich, bräuchten wir eigentlich mehr als Thema, dass das eigentlich, wenn wir etwas machen und wir engagieren uns, ich sage jetzt zum Beispiel in unserer Nachbarschaft, das würde eigentlich mir etwas bringen. Diese Perspektive hat mir noch gefehlt. Mir hat die Diskussion sehr gut gefallen, weil wir
denke ich, alle auch sehr auf diese sehr auf die personenzentrierte individuelle Perspektive gekommen sind. Das müsste man eigentlich, finde ich, wenn ich nochmal an den Anfang denke, die ethische Diskussion, das müsste man eigentlich in politischen Diskussionen auch stark machen. Ich denke immer darüber nach, also in der Ökonomie hat es Amartya Sen gegeben, der einen Nobelpreis für seinen Capability Approach gekriegt hat. Und es gibt Philosophinnen, Martha Nussbaum hat das sehr stark in der Philosophie ausgearbeitet. Es bräuchte sowas wie einen übergreifenden Ansatz, womit man auch politische Ziele durchsetzen kann. Und dieses Befähigung oder Capability schien mir sehr geeignet dafür, das durchzusetzen, zu sagen, hier hat jeder auch sein Recht darauf. Und wir gucken auf die Kontexte, in denen dieses Recht nicht, noch nicht, vielleicht aber auch doch zum Teil verwirklicht ist. Das gibt einem wie ein Raster, um diese vielen Aspekte, die wir hier gesammelt haben, nochmal zu vereinheitlichen und zu sagen, wo muss unsere Stoßrichtung hin? Und ich fand es spannend, dass wir jetzt gerade gesagt haben, es braucht in der Arbeit, die vorgeordnet ist, vor den Institutionen, Klinik oder Wohnheim. Es braucht da viel Investition, weil jeder, und das wäre dann eine Befähigung, auch die Möglichkeit hat oder haben sollte, wenn er es denn will, in seinen häuslichen Umgebungen so zu funktionieren, wie das Design oder so ermöglicht. Also das ist so ein bisschen das Plädoyer für so einen übergeordneten Ansatz, den man auch politisch durchsetzen kann. Ich möchte mein Schlusswort gerne mit einer radikal persönlichen Perspektive, also möchte das lieber so machen und zwar mit einem Gedicht von Emily Dickinson abschließen. The heart asks pleasure first, and then excuse from pain, and then those little anodynes that deaden suffering, and then to go to sleep, and then if it should be the will of its inquisitor, the privilege to die. Noch schon mal eine andere Form und Perspektive. Vielen Dank dafür. Es ist ja wirklich, um an das noch einmal auch anzuknüpfen, faszinierend zu sehen, wie viele Ebenen und Dimensionen berührt sind. Und man kriegt ja fast den Eindruck, dass in der Frage, wie ich jetzt mit konkreten alten, älteren Leuten umgeht, das ist wie ein gesellschaftliches Brennglas, wo sich Dinge bündeln, die auf so vielen Ebenen von Werten, der Medizinentwicklung, der Spezialisierung, des Designs, der Ethik, das hier ausdrückt, also wirklich ein faszinierendes Thema, das ohne Zweifel noch weiter beschäftigen wird. Es ist vorher mal noch hereingekommen, darf man noch etwas sagen? Jetzt hier an dieser Stelle müssen wir das leider schließen. Es gäbe aber noch viel zu sagen und anzuschließen. Herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihre Bezugnahme auf diese Themen und Aspekte.